Herzlich willkommen zur 119. Folge der fünften Staffel hier bei State of Decay 2. Ich bin der Palzi, das hier ist Solange und wie in der letzten Folge schon angekündigt, geht's jetzt einem Seuchenherz an den Kragen. Und zwar, da wir sowieso einen Überlebenden in Not haben, können wir ja das machen, auch wenn das nirgendwo auf einer Basis ist, aber warum eigentlich nicht? Ich werde vermutlich auch, damit der Kerl überlegt, den Duftblock einsetzen. Sofern er bis zu dem Zeitpunkt erstmal drumherum ein bisschen sauber machen. Dich überfahre ich jetzt mal von vorne. Da ist ein Bloater. Na gut, dann benutzen wir Duftblock. Und dann wollen wir mal. Steht Vlad richtig? Nee, überhaupt nicht. Will ich ihn denn hinstellen? Am besten hier neben dem Wagen. War keinen gescheiten Wurf hin, aber so. Ja, ich hoffe, dass der durch den Duftblock auch betroffen ist. Geh mal bitte. Achso, war zu, die Tür habe ich verguckt. Ich glaube, der ist schon tot. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube nämlich, dass er da stand. Machen. Können wir? Ich würde gerne mal gucken, ob der wirklich tot ist. Wo ist Ali? Thank you.
41 Zombies mit schweren Waffen. Ach, da liegt er. Der Orly. Was hast du denn dabei? Oh, Orly, du bist der Beste. Oh Gott, kriegen wir das überhaupt alles weg? Zwei Slots im Kofferraum. Du musst auf jeden Fall in den Kofferraum. Du bist relativ leicht. Nehmen wir erstmal die. Ich glaube, Vlad braucht auch Sprit. Naja. Dann kriegen wir doch Alis Sachen alle weg. Also, hat nichts genutzt. Er hat von dem Duftblock anscheinend nicht profitiert. Da war auch noch Feuer im Seuchenherz, das heißt, wir können wieder aufstecken. Der Dackel müsste aber mal kommen. So, als erstes hier. Euch zweimal beseitigen. Na, Dackelchen wollte. Und jetzt wollen wir definitiv nicht mehr. Denn Juggy ist ja doch unangenehm. Ne? So, wie ist der Plan, Palzi? Weiter solchen Herzen machen ist eigentlich der Plan. Ich weiß nur nicht wo. Wir müssten. Ich fahre zum Aufstocken zurück zur Basis. Dann können wir uns neu ausrüsten. Da kann sie auch weitermachen hier. Mal ein solchen Herz. Capern. Ich packe noch ein paar mehr noch. Da war aber auch noch eine Quest irgendwo, ne? Oh, mysteriöser. Wo könnte der sein? Da hinten. Das ist interessant. Und Essenzeit ist total uninteressant. Vlad braucht dann wieder Sprit und muss nachlegen. Achso, ich hatte zwischen den Folgen auch wieder gesalvaged. Falls ihr euch wundert, wieso die Parts auf magische Art und Weise wieder hoch sind, aber so, das ein Sicherheitsduftblock und Kugeln aus. Hier schnell reparieren. Und rechts gehen wir an. Hier sind wir ja eigentlich so weit durch. Ich würde gerne in Hobson ein bisschen Ruhe haben. Hässliches grünes Haus. Das ist die Station. Das Schweinebovine. Das gehen wir an. Und danach vielleicht das Haus bei den Gleisen auch noch, je nachdem wie schnell das hier alles geht.
nichts mehr haben, was wir brauchen könnten. Ich würde gerne Vlad irgendwie. Dahin stellen. Aber dazu müssen wir erstmal ein bisschen was loswerden. Ah, jetzt kommen sie alle an. Das ist doch prima. Ne? Heute Rabattaktion, Sonderangebot, Burger nur 1,30 Dollar. Mit Zombie-Gammelfleisch gemacht. So, die hier ausrüsten, dann raus. Damit wir unser Kopfgeld mal erfüllen. Ja, jetzt muss ich hier doch mal ein bisschen schneller aufräumen. Kein Bock, mir da was einzufangen, deswegen. Waffenüberreste ist cool, das ist sehr schön. Das war das Kopfgeld. So, dann hier. Schließen. Muss ja nicht jeder reinkommen, wenn es hier ein Sonderangebot gibt. Ja. Es ist auch niemand am Seuchenherz. Das heißt, es lohnt nicht, damit Feuer zu operieren. Bisschen ausdünnen da. Der nächste Dackel kommt. Hier ist der Kofferraum. Hier. Genau. Und dann können wir auch wieder den Finisher nutzen. This is Finnish, but this is not the end. Steht das überhaupt noch jemand? Oh mein Gott, Balzi. Das ist alt. So, Ausdauerregen. Zweiten rausdrücken, noch einen schnellen hinterher. Ich glaube, der Dackel ist. Ja, der ist durch das Dodgen gleich erstmal. Eine elegantere Lösung. Irgendwas mit Feuer? Pass mal auf, lauf mal da lang.
lade erstmal in Ruhe nach. Und dann laufen wir zur nächsten Runde. Ein Power müssen wir doch auf jeden Fall rauskriegen. So, wir hatten gesagt, wir wollten da hinten gucken. Das würde ich auch gerne, aber nicht mit dem Blautechenstar. Apropos Blauter. Okay, der hat Agro, das ist gut. Da war ein Dackel. Ah, er hat meine Tür erwischt. Mist. War ich nicht nah genug am Schuppen dran? Muss ich ja Schuldeigene! So. Da mal ganz kurz raus. Das ist ja dann doch nicht so schön. Gefühl, es wird auch schon wieder etwas dunkler, ein klein wenig. Ja, Sonne steht auch nicht mehr so weit über dem Horizont. Dann, wie ihr habt, einmal rumfahren. Natürlich hier. Wahrscheinlich im Badezimmer hier. Ja, ziemlich sicher. If I take out the nearest plague heart, this might just clear up. Seite da vielleicht besser. Da sind wohl mal wieder ein paar Aktionen in der Basis notwendig. Zumindest das Wasser muss angeschmissen werden. Und ich meine, wir hätten noch nicht Wattenwaffenüberreste gefunden. Ach, die sind hier noch im Kofferraum. Okay. Oh, ein Bioter, das könnte ekelhaft bedeuten. Ja, das ist nämlich genau das, was ich nicht wollte. Okay. Mädchen, drück dir erstmal Schmerzmittel rein. Und eigentlich wäre es besser, wenn du im Auto sitzen würdest. Und zwar erheblich besser, denn das ist ein Juggy. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe.
Ja. Also, es war eine Ekelhorde. So, der steht hinter Vlad, wollte ich gerade sagen. Den ist jetzt aber nicht mehr so. Du solltest mal ein Ausdauermittel nehmen. Hier. Hier komme ich wieder nicht rüber. Weil das ein schräges ist. So, die große Frage ist jetzt, ist Vlad noch heil? Ja, ist er. Wo ist der Chucky? Ist der da runter marschiert? Sehe ich ihn auch nicht. Das ist ein übergewichtiger Zombie. Naja, falls hier das ist Risiko, was du machst. Ja, ein bisschen Nervenkitzel muss ja auch mal sein. Tür ist zu. Ich gehe gleich ins Auto, freiwillig. Das war nur eine Tür. Aber da ich nicht weiß, ob da wirklich noch irgendwo ein Chucky rumdolmert. Da ist der Dackel auf jeden Fall gewesen. Gesegnete Schurken, Freak in der Basis. 15 Minuten Timer. Noch ein Dackel. Drei Dackel. Da war auch noch irgendwas, was ich nicht mal gesehen habe. Und da hing ich irgendwo fest. Das war ein Stein. Und da ist noch mindestens ein Dackel gerade gewesen. Und ich kann nicht sagen, wo. Und jetzt weiß ich wo. Keine Tür mehr. Gesegneten Schurken, wo war denn die Quest? Da unten. Muss man halt auch einkalkulieren, dass man da noch hin muss. Ne? Aber ich würde schon gerne das Seuchenherz jetzt hier fertig machen. Ne? Eine Folge mit drei Seuchenherzen hat man auch nicht jeden Tag. Take back our town.
Und dann aber auch weg hier. Dackel darf gerne noch kommen. Ja, zurück zur Basis. Alles andere. Blödsinn. Zurück zur Basis. Wechseln. Dann kann jemand da runterfahren und den Flieg in der Basis machen. Kaepernick, exzellente Arbeit. Du bist die Beste. Ja, das macht sich halt schon bemerkbar, ne? So ein Kraftpaket. Transferieren. Achso, und gleich hier eben reingeworfen, anwerfen. So, dann Toolkit brauchen wir. Ohne Fahrertür ist nicht gut Kirschen essen. So, dann aber auch ein neues Reparaturkit rein. Reparieren. Du hattest Osprey, musst aber auch Drinks und Heilmittel aufstocken. Hast nämlich jeweils eins benutzt. Den Montierhügel kannst du mal wieder reparieren. Und dann Freak in der Basis. Noch 10 Minuten. Wir waren vorher auf Ron. Ne, wir waren mit Kate unterwegs, ne? Genau, wir waren zumindest kurz mit Kate unterwegs. Wie ist denn dein Stand? Wir nehmen Kate aber auch wieder. Denn die braucht noch ein bisschen Erfahrung. Und darf dann dementsprechend den Flieg in der Basis machen. Kaepernick geht ins Seuchenbett. Red Talon's priorities is restoring our country's infrastructure. Don't be alarmed if you spot our agents exploring the bridges or dams in your area. That's terrific. Kannst aber auch ein bisschen Feuer mitnehmen. Das kann bei Freak in der Basis ja auch nützlich sein. Ja, und dann fahren wir aber auch auf jeden Fall noch los. Die Folge ist ja noch nicht vorbei, ne? Also die 30 Minuten, also das muss schon sein. If I take out the nearest plague heart, this should clear up. Ja, Kaepernick hat gerade 3 gemacht. Du willst auch, ja? Ich glaube nicht, dass du 3 innerhalb von, keine Ahnung, wie lange das war, wie viel Zeit zwischen dem ersten und dem dritten gelegen hat. Aber ich sag mal so, Kate, die Zeit von Kaepernick wirst du nicht unterbieten können. Ich weiß nicht, wenn du die Seuchenherzen auf die gleiche Art und Weise machst. Kommen wir da vorbei? Claro. Vlad hat doch einen schlanken Fuß. Eigentlich, jetzt würde ich gerne die Folge beenden, aber irgendwie... vielleicht von da hinten etwas ruhigeren Spot. Und wenn nicht, dann... Hier ist auch nicht wirklich ruhig. Wo sitzen die denn eigentlich da in der ersten Nebenstraße? Dass wir vielleicht zumindest noch den Dackel erledigen.
Das ist ja mal nicht so schön. Ich sehe ihn auch. Weitergeht beim Freak in der Basis, liebe Leute. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge hat gefallen. Und wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis dann, euer Palzi.